So, willkommen zurück zu Final Fantasy VII. Wir müssen Aerith nach Hause bringen. Und wir befinden uns jetzt auf dem Dach der Kirche. Die Proportionen stimmen nicht so ganz, aber das macht nichts. Sieht hübsch aus. Puh, sie suchen mich ja schon wieder. Soll das heißen, sie sind nicht zum ersten Mal hinter dir her? Das waren Turks. Also ich nenne sie jetzt Turks. Vielleicht sagt irgendjemand auch Turks. Keine Ahnung. Ich nenne sie jetzt Turks. Ich hoffe, das ist okay. Die Turks sind ein Verband innerhalb von Shinra. Sie suchen mögliche Kandidaten für Soldier. Also Scouts quasi. Die suchen nur? So brutal wie die rangehen, dachte ich, sie entführen uns. Nebenbei sind sie in eine Menge schmutziger Geschäfte verwickelt. Spionage, Mord, was man sich nur vorstellen kann. Ja, so sehen sie auch aus. Warum sind sie hinter dir her? Das muss doch einen Grund haben. Nein, eigentlich nicht. Die glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu. Ach so, das ist Aerith. Nein, die glauben wohl einfach, ich hätte das Zeug dazu, Soldier zu werden. Vielleicht stimmt das sogar. Möchtest du beitreten? Ich weiß nicht, aber diesen Leuten will ich ganz bestimmt nicht in die Hände fallen. Also die Turks verfolgen Aerith. Wir haben sie vor ihnen gerettet. Und sie ist eigentlich gar nicht so abgeneigt, zu Soldier zu gehen, zu dieser Spezialeinheit der Shinra. Aber jetzt warten wir erstmal auf sie. Aber entführen lassen will sie sich nicht. Sie will halt nicht gezwungen werden. Ja, ein bisschen außer Atem, ne? Ich dachte, du wärst genau die Richtige für Soldier. Ja, genau. Aber sie ist halt sehr schnell aus der Puste. Aber sie scheinen sich gut zu verstehen. Ja, warst du mal ein Soldier? Früher mal. Deine Augen haben einen eigenartigen Glanz. Ja, das liegt an Marco, genau. Das ist das Zeichen derer, denen Marco eingeflößt wurde. Das Zeichen eines Soldiers. Aber wie konntest du das wissen? Ja, nur so. Die hat schon was auf dem Kasten. Die weiß schon, wo es lang geht. Lass uns gehen, Herr Leibwächter. Okay, also bringen wir sie nach Hause. Aerith ist durchaus clever und nicht so naiv, glaube ich, wie Tifa. Vielleicht mag ich sie deshalb auch ein bisschen lieber. Und jetzt? Jetzt ist es nicht mehr weit zu ihr. Mein Haus ist da drüben. Beeil dich, bevor er kommt. Ja, wahrscheinlich meint sie Reno von den Turks. Und hier haben wir auch einen Speicherpunkt. Hier ist übrigens auch wieder ein Ort, an dem es zu Zufallskämpfen kommen kann. Wer möchte, wer das jetzt privat spielt, der kann an dieser Stelle auch ein bisschen leveln. Ich werde es vielleicht am Ende der Folge machen. Ich muss mal gucken. Aber da bin ich dann schon wieder an einem ganz anderen Ort. So, jetzt. Wir müssen nach oben, aber ich guck mal kurz, was es hier zu sehen gibt. Pass auf, mit wem du sprichst. Ja, also hier kommen wir jetzt nicht durch, aber da sind ja ein paar, ich sag mal die Dorfjugend der Midgar-Slums, die hier nicht jeden durchlassen. Und der Weg zu ihrem Haus ist halt, wie gesagt, von Monstern bevölkert und deshalb ist es ganz gut, wenn sie jetzt einen Leibwächter dabei hat. Aerith ist jetzt zum Beispiel standardmäßig in die zweite Reihe gesetzt worden. Das heißt, sie macht auch nicht sehr viel Schaden. Würde sie auch nicht, wenn sie in der ersten Reihe steht. Sie ist tatsächlich mehr zum Heilen und zum Beschützen da. Und für Zauberkräfte, also für Substanz, für Materia ist sie gut. Aber für den Nahkampf oder den direkten Angriff kann man sie jetzt nicht so wirklich gut brauchen. Ist aber im Team, wenn man jetzt ein Dreierteam hat, auf jeden Fall nützlich wegen ihrem Spezialangriff. So, jetzt sind wir in einem anderen Bereich der Slums und hier geht es dann auch gleich zu ihrem Haus, das ich damals übrigens auch ziemlich lange gesucht habe. Aber erst gucken wir mal, ob wir hier noch ein bisschen shoppen können. Materia, das ist gut. Also, ich möchte noch einmal Heilung kaufen und ich möchte einmal Hitze kaufen. Die haben wir nämlich noch nicht. Wir sehen jetzt hier auch immer, was wir im Besitz haben, was bereits ausgerüstet ist. Und ja, ausrüsten können wir jetzt noch nicht allzu viel, weil wir nicht so viele Slots frei haben. Ach nee, das wollte ich doch gar nicht. So. Und mehr gibt es hier auch nicht zu holen. Es lohnt sich in diesen ganzen Häusern auch durchaus mal vor Schränken oder Truhen
die Handlungstaste zu drücken. Manchmal kann man das dann aufmachen und dann ist irgendein Trank drin oder so. Wir handeln hier nur gegen Gil. Was können wir denn hier kaufen? Tränke, Phönixfedern, Gegenmittel und Zelte. Gegenmittel haben wir schon 14 Stück. Die habe ich beim Offscreen-Level gekriegt. Tränke habe ich leider nicht so viele. Da würde ich, glaube ich, ganz gerne welche mitnehmen. So, das reicht erstmal. Und Zelte sind ganz interessant. Da haben wir nur eins. Da nehme ich auch nochmal zwei Stück. Ja, nee. Zwei, nicht elf. Zwei Stück nehme ich mit. Das gönne ich mir jetzt einfach. Zelte sind dazu da, wenn wir jetzt kein Hotel haben, keine Pension oder irgendwas, wo wir übernachten können, können wir einfach ein Zelt benutzen. Und damit heilen wir quasi HP und MP aller Charaktere. Sowas wie Mega-Elixier, wenn man will. Hier war ich ja schon drin. So, da kam ich her. Hier kann ich noch reingucken. Der Mann ist krank. Er muss in der Nähe ohnmächtig geworden sein und wurde von jemandem hergeschafft. Das hat mich immer sehr fasziniert, was es mit diesem Mann auf sich hat. Der macht nämlich nur OA und der hat wohl eine Überdosis Marco abbekommen. Willst du ihm nicht helfen? Ja, wie denn? Ich bin kein Arzt. Nein, wohl nicht. Der Mann ist tätowiert. Ich glaube, es war die Zahl 2. Wir werden noch öfter mal auf Tätowierungen mit Zahlen stoßen und ich bin mir nicht ganz sicher, ob es überhaupt eine Lösung gibt, diesem Mann zu helfen oder was mit ihm wirklich los ist. Ich habe da auch einigermaßen Zeit damit verbracht, zu versuchen, hinter dieses Geheimnis zu kommen. Vorrangig noch zu Zeiten, als man das nicht einfach googeln konnte. Deshalb weiß ich jetzt aktuell nicht, was es mit dem genau auf sich hat. Also ich glaube, wir begegnen ihm irgendwann nochmal. Aber werden daraus nicht schlau. So. Willst du Waffen? Zu schade. Ich habe keine Waffen, die ich dir verkaufen könnte. Und zwar, weil es zum Waffengeschäft da lang geht. Ja, das habe ich ja schon gefunden. Beziehungsweise das ist das Waffengeschäft. So, jetzt gucken wir mal. Da gibt es noch Titanreife. Eins haben wir. Wir haben insgesamt mittlerweile 4 Charaktere. Soll heißen, wir kaufen noch 3 weitere Titanreife. So, jetzt können wir uns hier erstmal ausrüsten. Und zwar, genau, da habe ich auch nichts anderes. Und dann springt es automatisch zu Materia über. Und dann können wir dann unsere überzählige Materia auch noch in die Slots packen. Okay, mehr gibt es hier gerade nicht zu holen. Aber ihr erinnert euch vielleicht, ich hatte es schon mal erwähnt, dass es einen Flyer zu finden gibt. Und ich glaube, der ist in diesem Haus. Im oberen Stock. Bin ich mir fast sicher. Ja, da hängt er. Turtles Paradise. Also, ich kenne es noch als Schildkrötenparadies, ist ja das gleiche. Nummer 1. Exzellente Weine mit dem Gewissen etwas. Besuchen Sie Turtles Paradise. Es geht nur darum, diesen Zettel gelesen zu haben. Mehr steht hier auch gar nicht. Jetzt findet es keiner mehr. Obere und untere Lade. Ja. Obere Schublade öffnen, untere verborgene Schublade zwischen den Schubladen öffnen. Die nehmen wir doch. 5 Gil. Und ja, ich beklau dieses Kind, genau. Weil ich keinen Vorteil habe, wenn ich es nicht tue. Also nehme ich das Geld mit. Auch wenn mich 5 Gil jetzt nicht reicht machen. Hat er noch was zu sagen? Alles, was Präsident Shinra sagt, ist gelogen. Andererseits kann man diesen Avalanche-Leuten, oder wie sie heißen, auch nicht trauen. Man kann es drehen und wenden, wie man will. Am Ende geht es doch nur darum, dass man so sein möchte wie die da oben. Also wem glaube ich? Mir. Mich selber lüge ich nicht an. Das steht fest. Er hat ja nicht ganz Unrecht. Letztendlich will jeder nur, dass es ihm besser geht. Avalanche schiebt zwar vor, dass sie gerne den Planeten retten würden, aber ihnen geht es auch durchaus um Geld und sie scheren sich auch nicht so sehr um Gesetze. Da war ich, glaube ich, auch schon... War ich da auch schon drin? Ja, ne? Ja, genau. Das war der Objektladen. Okay. Gut. Dann haben wir unseren Schildkrötenzettel. Der war mir wichtig. Und dann haben wir hier erstmal alles abgegrast. Und dann können wir jetzt zu ihrem Haus gehen. Das habe ich übrigens auch ziemlich lange gesucht hier. Ich habe den Durchgang einfach nicht gesehen. Und hier wohnt Aris. Das sieht doch wirklich hübsch aus. Ich könnte jetzt hier speichern, aber ich weiß, dass man hier noch ein paar Sachen einsammeln kann. Das möchte ich noch schnell machen.
zwar hier einen Äther und hier liegt eine Materia Schutz. Die Schutzmateria werde ich auch gleich mal ausrüsten. Die bewirkt, dass männliche Charaktere oder der männliche Charakter oder der Charakter, so rum, der diese Materia trägt, ich glaube, die weiblichen oder den benachbarten Charakter beschützt. Eins von beiden. Muss ich jetzt mal gucken hier. Beschützt einen Freund, der angegriffen wird. Also grundsätzlich, wenn einer angegriffen wird, kann es dann passieren, dass derjenige, der diese Schutzmateria trägt, sich im Kampf vor diesen Freund stellt und für ihn den Schaden einsteckt. Das kann sinnvoll sein, wenn man jemanden hochleveln will, gerade die Limitleiste, wenn man die hochleveln will. Oder eben, wenn man, so wie wir jetzt, Aris dabei haben, die nicht so viel abkriegen soll, weil sie halt nicht so widerstandsfähig ist. Also, Aris Haus. Jawohl. Ja, Aris ist wieder daheim. Das ist Cloudman Leibwächter. Elmira heißt ihre Mutter, oder Elmira. Leibwächter, heißt das, dass dir wieder jemand gefolgt ist? Also, die weiß es auch. Bist du in Ordnung? Bist du nicht etwa verletzt? Ja, Cloud war bei mir, genau. Also, Elmira weiß schon, dass Aris anscheinend öfter verfolgt wird. Und ja, wir müssen jetzt zurück zu Sektor 7, zu Tifas Bar, um uns wieder mit den anderen zu treffen. Oh, gleich. Ist Tifa ein Mädchen? Hm? Da werden gleich mal die Krallen ausgefahren. Mhm. Ihr erinnert euch, ne? Ich mag Tifa nicht so sehr. Und sie ist auch nicht meine Freundin. Nein, das wüsste ich. Also Sektor 7, will sie eigentlich sagen. Ich zeig dir den Weg. Ja, genau. Ich bringe sie nach Hause, damit sie uns dann zu Sektor 7 bringt. Mhm. Reine Gewöhnungssache. Sich von einem Mädchen helfen zu lassen. Oh, jetzt lässt er wieder die Macho-Nummer raushängen. Und du meinst, du kannst sowas sagen und ich höre mir das einfach an? Macho gegen Kampfzicke. Yay. Mal schauen, was ihre Mutter dazu sagt, dass sie schon wieder abhauen will. Ja, genau. Aber Schatz, ich gebe auf. Weltbeste Antwort. Aber wenn du unbedingt gehen willst, warum gehst du nicht morgen? Ja, wir haben ja auch alle Zeit der Welt, genau. Aris, bitte geh und mach das Bett. Also Cloud soll über Nacht bleiben. Und Aris will uns dann morgen zu Sektor 7 bringen. Und wir sind jetzt mit ihrer Mutter alleine. Und ich werde gleich noch was zu diesem Haus sagen. Es gibt gar nichts Besonderes an dem Haus, aber es gibt eine nette Anekdote. Ja, deine Augen glänzen so. Du bist Soldier, oder? Ja, zumindest früher mal. Ich weiß nicht, wie ich es sagen soll, aber kannst du bitte heute Abend von hier verschwinden, ohne Aris etwas zu sagen? Sie hat Angst. Soldier, Aris packt es nicht, wenn ihr nochmal jemand wehtut. Also anscheinend hat sie da schon schlechte Erfahrungen gemacht und die Mutter möchte ganz gerne, dass wir einfach gehen und Aris nicht in Gefahr bringen. Ja, zu diesem Haus. Es gibt zahlreiche Mythen zum Thema Final Fantasy VII. Ich werde die jetzt nicht alle aufgreifen, weil viele etwas spoilern würden. Aber es gibt zum Beispiel den Mythos, dass man eine Karte finden kann, eine goldene Karte, mit der man unendlich Gold bekommt. Ja, ich muss durch Sektor 6. Du solltest dich heute Abend ein bisschen ausruhen. Mhm, das machen wir jetzt. Cloud, gute Nacht, ja. Und diese Karte habe ich verzweifelt gesucht. Da gab es diesen schönen Hinweis im Internet, gehe in die Stadt Mancharia, in dieses oder jenes Haus und suche an dem und dem Schrank oder irgendwie sowas. Es gibt keine Stadt Mancharia. Dann gab es die Theorie, dass damit eigentlich Midgar gemeint ist. Und die Andeutungen waren dann so weit, dass man gedacht hat, es könnte dieses Haus hier sein. Ich habe, ja, die komplette Final Fantasy Welt abgesucht. Und ich glaube, damals, Ende der 90er, hat das jeder getan, weil jeder gehofft hat, dass er das vielleicht findet, die goldene Karte für unendlich Geld. Und es ist ein Mythos und es ist eine Lüge. Und es gibt die Stadt nicht, es gibt die Karte nicht, es gibt dieses Haus nicht, von dem die Rede ist. Es gibt keine Möglichkeit, unendlich Geld zu bekommen, außer man hat irgendeinen Booster oder einen Cheat oder irgendwie sowas. Aber innerhalb des Spiels, in der Normalfassung, gibt es es jedenfalls nicht.
Und Cloud träumt von seiner eigenen Jugend, als er in einem richtigen Bett geschlafen hat. Und von seiner Mutter, die schon ziemlich stolz auf ihn ist und sich Sorgen um ihn macht. In der Stadt gibt es viele Versuchungen. Mir wäre wohler, wenn du dich niederlassen würdest und eine nette Freundin hättest. Wir sehen anhand des Hauses schon, dass wir nicht in Midgar sind. Mach dir um mich keine Sorgen. Du solltest eine ältere Freundin haben, die sich um dich kümmert. Aha. Ich lasse es mal so stehen. Ich glaube, das wäre genau das Richtige für dich. Bin nicht interessiert. Ja, es ist so ein Erinnerungstraum. Ich muss eingeschlafen sein. Das ist der Sinn, wenn man sich hinlegt. Sektor 7 ist hinter Sektor 6. Ich müsste es alleine schaffen. Also, Cloud möchte schon, dass wir alleine gehen. Und wir bekommen hier ein paar Objekte. Hier hängt noch ein Zettel, aber den können wir, soweit ich weiß, nicht lesen. Nee, da komme ich nicht hin. Und jetzt müssen wir aufpassen. Wenn wir jetzt schnell runterlaufen, dann hört Aris uns. Und wir schaffen es nicht, heimlich das Haus zu verlassen. Das heißt, wir müssen hier ganz langsam weitergehen. Da hat eine Diele geknarzt. Cloud, hab gedacht, die Turks kommen. Schlaf ein bisschen. Okay, neuer Versuch. Ich laufe ja eigentlich schon ganz langsam. Ups. Ja, ich wollte jetzt gerade mit der einen Taste nochmal probieren, aber das geht nicht. Also, dritter Versuch aller guten Dinge sind drei. Jetzt schaffen wir es hier aber raus. Okay. Ganz langsam. Ich gehe jetzt wirklich Schritt für Schritt. Viel langsamer, als ich es normalerweise tun würde. Weil ich glaube, wenn wir so flüssig vorbeigehen, dann hört sie das wirklich. Wir müssen also hier ganz vorsichtig die Treppe runter. So. Und jetzt können wir, glaube ich, normal weitergehen. Ja. Da passiert jetzt nichts mehr. Wir können natürlich hier noch ein bisschen rumsuchen, ob sich ein Schrank öffnen lässt, aber ich bin mir fast sicher, dass das hier nicht geht. Nein, geht nicht. So. Falls man das jetzt noch nicht gemacht hat, kann man jetzt hier natürlich nochmal nach Objekten suchen, hier im Garten. Aber da gibt es nichts weiter. Und für uns ist das eine gute Gelegenheit, nochmal den Spielstand zu sichern. Und uns dann über Sektor 6 zurück zu Sektor 7 zu begeben, zu Tifas Bar, und zu gucken, ob Tifa und Barrett wohlbehalten dort angekommen sind. Die wissen ja auch noch nicht, dass wir noch leben. Die haben ja nur gesehen, dass wir in diesen Abgrund gestürzt sind. Und zu Sektor 6 kommen wir, wenn wir in die Richtung gehen, in der diese Dorfjugend letztes Mal gestanden war, nämlich hier. Und sieh mal einer an. Du bist aber sehr früh auf. Wie hat sie sich denn da jetzt hingebeamt? Ich konnte dich nicht bitten, mitzugehen, wo ich doch wusste, dass es gefährlich werden könnte. Ja, bist du fertig? Sie diskutiert da gar nicht erst lange rum. Du musst durch den Slum in Sektor 6, um zu Tifas siebten Himmel zu gelangen. Ich bring dich hin, komm mit. Ja. Cloud, da siehst du mal, wer die Hosen anhat bei euch beiden. Okay, und das ist jetzt ein Bereich, in dem es Zufallskämpfe gibt, die schon ein, zwei Grad schwerer sind. Nicht wirklich ein Problem, aber da gibt es ein paar Gegner, zum Beispiel diese komischen Häuser. Also so ein Dämonenhaus ist das, das uns dann angreift. Ich dachte, ich müsste da... Nee, muss ich nicht, okay. Und die können schon ordentlich Schaden machen. So. Ich muss jetzt selber erstmal wieder gucken, wo ich hin muss, aber das ist schon richtig so. Und ich habe keinen einzigen Zufallskampf abbekommen. Freut mich. Ist angenehm für euch. Das Tor zu Sektor 7 ist dort drinnen. Danke, jetzt müssen wir uns also verabschieden. Schaffst du den Weg nach Hause alleine? Oh nein, was soll ich jetzt machen? Ist es das, was du hören willst? Ja, sie übertreibt gleich mal. Bring sie nach Hause, bring sie zu Sektor 7. Puh. Also, in meiner Rolle als Beschützer würde ich sagen, ich bringe sie nach Hause. Aber es hat eh keinen Sinn. Also nehme ich sie lieber mit, dann kann ich wenigstens ein Auge drauf haben. Es ginge vielleicht. Werde ich dir nicht im Weg sein? Was meinst du mit im Weg? Nichts. Nein, ich möchte sie gerne mitnehmen. Ich mag Aris. Können wir eine Pause machen? Wovon denn?
Ein Spielplatz. Total hübsch. Ich weiß nicht, ist das so ein typischer japanischer Spielplatz? Weiter komme ich da leider nicht. Schauen die in Japan so aus? Ich weiß es nicht. Ich kann nicht glauben, dass das immer noch hier ist. Cloud hier drüben, ja. Ah, sie möchte vielleicht ein bisschen kuscheln. Wir sind schon wieder am Ende der Folge. Welchen Rang hattest du? Rang? Du weißt schon, als Soldier. Oh, ich war erste Klasse. Genau wie er. Wie wer? Mein erster Freund. Das ist auch immer toll, ja? Wenn Frauen zu einer männlichen Bekanntschaft, ja, sagen, oh, das erinnert mich an meinen ersten Freund. Super, das will der Mann bestimmt hören. War es dir ernst? Nein, aber für eine Weile mochte ich ihn schon. Ja, vielleicht kannte ich ihn. Wie hieß er? Ist wirklich nicht wichtig. Und jetzt sehen wir was ganz Merkwürdiges. Eine Kutsche mit einem Chocobo. Oder hinten Tifa. Ja, und Tifa steht hinten auf dieser Kutsche. Und sie sah komisch aus. Genau. Wohin fuhr sie? Der gelbe Vogel war ein Chocobo und mit Chocobos werden wir noch viel, viel Spaß haben. Ich laufe alleine weiter geheim. Achso, Aeris rennt einfach hinterher und er, ja, guckt zu. Also Chocobos sind gelbe Vögel, mit denen wir noch viel zu tun haben und sie gehören in jeden Final Fantasy Teil, genauso wie die Namen Biggs und Wedge und Cid und einige andere wiederkehrende Elemente. Und Chocobos sind, ja, das Symbol für Final Fantasy und gerade in diesem Teil hat man eine geile, geile Sidequest in Sachen Chocobos und man hat viel mit ihnen zu tun und Chocobos sind cool. Die sind einfach toll. Auf denen kann man reiten, das kann ich schon mal verraten. Dieser Chocobo hat eine Kutsche gezogen, auf der Tifa gestanden war, in einem komischen Kleid und Aeris will anscheinend rauskriegen, was es damit auf sich hat. Wir wollen das auch, aber wir machen das auch erst in der nächsten Folge. Also macht's gut, bis dann. Tschüss.